Hallo meine werte Community, ich melde mich kurz persönlich zu Wort, um euch einfach darum zu bitten, sofern das nicht zu viel verlangt ist, bewertet bitte das Video schon mal positiv, drückt die Däumchen nach oben, ihr könnt gerne später disliken oder entliken, falls es euch nicht gefällt oder falls ihr noch nicht eingeschlafen seid und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Geschichte, ihr Bösewichter. Ich lag wach unter der Bettdecke. Aufgrund der extremen Kälte in meinem Schlafzimmer hatte ich mich daran gewöhnt, mit meinem Kopf ganz darunter zu schlafen. Wir waren kürzlich umgezogen und obwohl wir uns recht gut eingelebt hatten, mussten wir uns alle auf die Kälte einstellen, besonders wenn der Winter langsam hereinschlich. Als ich trübselig in die dunklen Decken blickte, fragte ich mich, was mich geweckt hatte, denn ich hatte bis zu diesem Moment friedlich geschlafen. Als ich mich auf meine Ohren konzentrierte, hörte ich ein sehr leises, schon fast rhythmisches Knarren in regelmäßigen Abständen. Ich schloss noch einmal die Augen und war mir sicher, dass es die Rollläden am Fenster waren, die durch den Wind bewegt wurden und Geräusche von sich gaben. Ich lehnte mich zurück ins Kissen und hörte dem Geräusch zu. In gewisser Weise war es sogar irgendwie beruhigend. Doch nach nur wenigen Sekunden öffnete ich ruckartig meine Augen, als mir einfiel, dass wir in diesem Haus keine Rollläden hatten. In diesem Moment schoss mir sofort der Gedanke durch den Kopf, am nächsten Morgen meine Eltern darum zu bitten, das Schlafzimmer zu wechseln. Wobei ich mir sicher war, dass sie Nein sagen würden, da sie den Platz brauchten. Und mein Bruder würde sicherlich auch nicht tauschen, da er das wärmste Zimmer im ganzen Haus hatte. Als ich aufmerksam zuhörte, wurde mir etwas anderes klar. Die Geräusche schienen nicht aus der Richtung des Fensters zu kommen. Obwohl meine Decken leicht gedämpft waren, schien das Geräusch direkt über mir zu kommen, als hätte ich einen alten knarrenden Ventilator an der Decke. Ich traute mich nicht, unter der Decke hervorzukriechen. Also drehte ich meinen Kopf, weil ich eine bessere Vorstellung davon bekommen wollte, was das für Geräusche waren. Als ich meinen Kopf bewegte, hörte das Geräusch plötzlich auf. Ich lag da und hielt den Atem an, um sicher zu gehen, dass ich es nicht mehr hören konnte. Gerade als ich dachte, dass das Geräusch nicht mehr im Raum war, hörte ich etwas, das mich vor Angst zum Zittern brachte. Bleib ruhig, du darfst nicht gucken. Mein Herz raste und ich versuchte mich nicht zu bewegen. Im nächsten Augenblick ertönte wieder dieses Knarren und mit einem Ruck wurde mir plötzlich klar, was es war. Es waren Atemzüge. Das Schreckliche, das über mir hing, war das Atmen. Wie hätte ich es vorher beruhigend finden können? Es war ein schreckliches Geräusch, das jetzt eher wie ein Todesrasseln klang, als wie das leise Knarren von vor wenigen Minuten. Die Stimme war unmenschlich gewesen und hatte keinerlei Emotionen. Ich lag zitternd da und lauschte dem beschleunigten Atemtempo. Nach einer gefühlten Ewigkeit in der stillen Dunkelheit schlich sich das Tageslicht in den Raum. Ich musste wohl irgendwann eingeschlafen sein, selbst inmitten des Schreckens, den ich in dieser Nacht empfand. Dabei konnte ich mich nicht erinnern, dass der schreckliche Atem aufgehört hatte. Im Raum war zwar nichts mehr zu hören, doch ich weigerte mich, unter der Decke hervorzukommen. Erst als meine Mutter hereinkam, um mich für die Schule aufzuwecken, traute ich mich, das sichere Bett zu verlassen. Ich versuchte ihr zu erzählen, was in der vergangenen Nacht passiert war. Anfangs schien sie sogar besorgt zu sein, aber das lag vermutlich an den großen blauen Tränensäcken unter meinen Augen, die auf Schlafmangel hindeuteten. Ich ging zum Frühstück hinunter und fürchtete mich vor dem Schultag, der in meinem müden Zustand vor mir lag. Wie vermutet, verging die Zeit in der Schule sehr langsam und ich wurde mehrfach von dem Lehrer ermahnt, weil ich mehrmals im Unterricht einschlief. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Schulleiter, der sich um meinen Schlaf sorgte und wissen wollte, was los war, durfte ich endlich nach Hause gehen. Auf dem Weg nach Hause dachte ich darüber nach, ob ich in der heutigen Nacht wieder dieses Ding hören würde. 40 Minuten später ging ich die Auffahrt hinunter. Das Licht aus den Fenstern zu sehen war beruhigend, denn draußen wurde es langsam dunkel und ich wollte nachts wirklich nicht allein unterwegs sein. Ich ging hinein und wurde sofort von meiner Mutter in die Enge getrieben, weil sie einen Anruf von der Schule erhalten hatte. Sie hatten ihr erzählt, dass ich während des Unterrichts eingeschlafen war. Ihre Begeisterung hielt sich natürlich in Grenzen.
Mit einem strengen Ton sagte sie mir, dass ich nach dem Abendessen sofort ins Bett gehen solle, damit es nicht wieder passiert. Ich aß so langsam ich konnte, um die Zeit totzuschlagen, bevor ich wieder in mein Zimmer gehen musste. Doch mein Teller wurde viel zu schnell abgeräumt und ich wurde dazu verdonnert, sofort auf mein Zimmer zu gehen. Ich durfte nicht einmal meine elektronischen Geräte benutzen. Doch das war die geringste meiner Sorgen. Mit einem unwohlen Gefühl im Magen ging ich ins Bett und vergewisserte mich, dass meine Tür angelehnt war und das Flurlicht eingeschaltet blieb. Zum Glück konnte ich den Fernseher und das Murmeln meiner Eltern hören, was mir etwas Trost gab, weil ich mich dadurch nicht ganz allein fühlte. Der Raum wurde wieder kalt, aber ich weigerte mich, unter die Decke zu gehen. Das Licht der Tür beleuchtete den Raum teilweise und verbannte die Dunkelheit, was mir etwas Mut machte. Ich lag ein paar Stunden so und döste teilweise ein, als ich hörte, wie der Ton des Fernsehers verstummte und die Schritte auf dem Holzboden signalisierten, dass meine Eltern ins Bett gingen. Das Licht, das in den Raum fiel, tröstete mich. Ich rollte mich unter der Decke zusammen, bevor ich einschlief. Mitten in der Nacht erwachte ich und starrte in die Dunkelheit. Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, was los war. Das Licht vom Treppenabsatz war ausgegangen. Ich konnte es erkennen, ohne meine Decke vom Kopf abzuziehen. Ich fühlte eine eisige Kälte und Erinnerungen an die vergangene Nacht kamen zurück. Ich lag still da, hielt den Atem an und hörte zu. Es war da. Ich konnte das krächzende Rasseln seines Atems hören. Ein schaudernder Seufzer entkam meinen Lippen und ich erkannte, dass das ein Fehler war. Das schreckliche Atmen verstärkte sich. Als hätte ein unmenschliches Wesen bemerkt, dass seine Beute in seinem Griff gefangen war. Zu meinem Entsetzen wurde das Atmen lauter und es schien sich von der Decke in Richtung meiner Decke zu senken. Es klang so, als wäre es jetzt ein paar Meter über meinem Bett. Das trockene Rasseln war alles, was ich hören konnte. Dann ertönte wieder diese Stimme. Du darfst nicht gucken. Aus unmittelbarer Nähe klang die Stimme noch schrecklicher. Alles, was ich tun konnte, war nicht zu schreien. Wenn ich versuchen würde, ein Geräusch zu machen, würde es mich zum Schweigen bringen. Ich schloss die Augen und Tränen flossen durch meine zusammengekniffenen Augenlider, während ich auf die Morgendämmerung wartete. Die Vorstellung, dass mir dieses Ding dabei zusah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Irgendwann in den frühen Morgenstunden musste ich entweder vor Angst oder vor Müdigkeit ohnmächtig geworden sein. Ich fühlte mich wirklich nicht gut, was auch meine Mutter sehen konnte. Da meine Mutter mich schon zweimal so vorfinden musste, befahl sie mir, heute zu Hause zu bleiben und nicht in die Schule zu gehen. Als sie das sagte, setzte ich mich sofort auf und lehnte das Angebot ab. Schließlich wusste ich, dass meine Eltern noch zur Arbeit und mein Bruder zur Schule gehen würden. Es würde wieder passieren, wenn ich alleine im Haus bleiben würde. Auf keinen Fall wollte ich im Haus bleiben, vor allem nicht in meinem Zimmer. Selbst bei Tageslicht war es ein unangenehmer Gedanke. Der Schultag verlief wie auch am Tag zuvor und ich schlief mehrmals im Unterricht ein. Nach weiteren zwei Verwarnungen wurde ich wieder zum Schulleiter geschickt. Er war frustriert über mein offensichtliches, mangelndes Interesse an den Schulthemen und schien zu glauben, dass ich es absichtlich tat, um Aufmerksamkeit zu erregen. Auch wenn ich ihm zuhörte, musste ich die ganze Zeit darüber nachdenken, die Zeit totzuschlagen, bevor ich wieder zurück ins Haus und auf mein Zimmer gehen musste. Diese Nacht verlief ähnlich wie zuvor, nur dass die Kreatur wieder ein Stückchen näher kam. Und wieder erwachte ich am Morgen, ging zur Schule, musste den Anschiss beim Schulleiter abholen und betete, nicht wieder zurück in mein Zimmer gehen zu müssen. Beim dritten Mal sprach man sogar über Suspendierung, bevor man über weitere Maßnahmen entscheiden würde, vorausgesetzt, ich würde mein Verhalten nicht ändern. In der kommenden Nacht sank ich wieder ins Bett und fühlte mich vollkommen besiegt. Es würde einfach so weitergehen, mein Leben ruinieren und mich für immer wach halten. Ich hatte über Menschen gelesen, die an Schlafentzug sogar starben. War das mein Schicksal? Schon bald fing das Atmen wieder an, als ich machtlos unter der Decke lag. Diesmal fühlte es sich so an, als wäre es nur ein paar Zentimeter von der Oberseite meiner Laken entfernt. Ich konnte fühlen, wie sie bei jedem Atemzug zitterten. Du darfst nicht gucken. Es krächzte die Worte so laut, dass ich halb erwartete, dass meine Eltern in den Raum stimmen würden, um zu sehen, was los war. Doch wie in jener zweiten Nacht schliefen sie entweder tief und fest oder wollten nichts von dem wissen, was in meinem Zimmer los war.
Ich konnte einen leichten Druck auf der Decke spüren und war mir sicher, dass ich diese Nacht nicht überleben würde. Meine Gedanken rasten in Panik. Alles, was ich tun musste, war, die Laken abzureißen. Es konnte mich verschlingen, nehmen oder irgendwas anderes Schreckliches tun, was es mit mir vorhatte. Aber wenn ich so sterben musste, dann wollte ich zumindest kämpfen. Ich hatte keine Ahnung, wie stark das Monster sein würde oder ob ich es überhaupt verletzen könnte. Aber ich musste es versuchen. Ich packte die Oberseite meiner Decke und hielt einen Moment inne, um meine Entschlossenheit zu stärken. Sein keuchendes Atmen hatte zugenommen, als könnte es spüren, was ich versuchte. Mit einem Gebrüll zog ich die Bettdecke über meinem Kopf herunter und schwang mit der Faust so fest ich konnte nach oben. Ich habe nichts als die Luft getroffen. Ich suchte den Raum nach Abzeichen der Kreatur ab, sprang schnell aus dem Bett und raste auf das Licht zu, um es einzuschalten. Als ich der Raum mit Helligkeit füllte, brauchten meine Augen eine Weile, um sich anzupassen. Ich hatte meinen Rücken sicherheitshalber gegen die Wand gedrückt, damit in meiner vorübergehenden Blindheit nichts hinter mich kommen konnte. Nachdem meine Vision zurückgekehrt war, sah ich mich richtig um und kramte in meinen Schränken sowie unter dem Bett. Es gab keine Anzeichen von Anomalien. Ich stand zitternd da. Nach dem anfänglichen Adrenalinschub spürte ich wieder die Kälte des Raumes. Ich warf einen Blick auf das Bett und wollte wieder unter die Decke. Nach nur wenigen Sekunden sprang ich zurück ins Bett. Diesmal weigerte ich mich, meinen Kopf unter die Decke zu legen, egal wie kalt es war. Mit dem Licht im Zimmer fühlte ich mich sicherer, weil ich davon ausging, dass dieses Ding die Dunkelheit brauchte, um zu existieren. Ein Blick auf meine Uhr zeigte mir, dass es 1.47 Uhr war. Hatte ich das Monster besiegt? Vielleicht wollte es nicht, dass ich spähte, weil es das war, woraus es Kraft gewann. Aus der Angst vor dem Unbekannten sozusagen. Diese Gedanken schwirrten in meinem Kopf herum, als meine Augenlider schwerer wurden. Am nächsten Morgen erwachte ich erfrischt. Das war der beste Schlaf, den ich seit langem hatte. Als meine Mutter kam, um sicherzugehen, dass ich wach war, war sie über mein Aussehen erstaunt, da die Tränensäcke unter meinen Augen, die in den letzten Tagen vorhanden waren, verschwunden waren und mein Gesicht wieder normale Farbe hatte. Der Schultag verlief auch gut. Ich bin kein einziges Mal eingeschlafen und habe mein Bestes gegeben, um nachzuholen, was ich verpasst habe. Die Lehrer und der Schulleiter waren zwar immer noch misstrauisch, aber das schien nicht so schlimm zu sein, weil ich nun richtig wach war und alles nachholen konnte. Als der Schultag zu Ende ging, ging ich sorglos nach Hause und war zuversichtlich, dass die Schrecken der letzten Wochen beendet waren. Nach einem weiteren, diesmal etwas positiveren Gespräch mit der Schulleitung machte ich mich auf den Weg nach Hause. Ich wollte mich beeilen, weil es schon dunkel wurde. Als ich die beruhigenden Lichter meines Hauses sah, war die Sonne vollständig untergegangen. Ich trat durch die Haustür und entschuldigte mich für die Verspätung, bevor ich ins Wohnzimmer ging und etwas fernsah. Dort liefen die üblichen Wildtierdokumentationen, die meine Eltern gerne schauten, an denen ich jedoch nie großes Interesse hatte. Der Raum war jedoch leer, also ging ich in die Küche und dachte, sie hätten vielleicht schon ohne mich mit dem Abendessen begonnen. Als ich jedoch die Küche betrat, blieb ich verwirrt stehen. Sie hatten tatsächlich ohne mich angefangen zu essen. Teller mit halben Mahlzeiten standen auf dem Tisch, aber von meinen Eltern oder meinem Bruder war nichts zu sehen. Ein kurzer Check in den anderen Zimmern im Erdgeschoss bestätigte, dass sie auch da nicht waren. Ich ging nach oben in der vergeblichen Hoffnung, dass sie bereits früher zu Bett gegangen waren. Doch wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätten sie die Teller abgeräumt und den Fernseher ausgeschaltet. Mein Herz war ein dumpfer Schlag in meiner Brust, als ich die Treppe erreichte. Ein Blick in das Zimmer meiner Eltern zeigte, dass es leer war, genau wie das von meinem Bruder. Ich begann zu schwitzen, als ich langsam zu meiner Schlafzimmertür ging. Ich packte den Türgriff. Mein Verstand sagte mir, ich solle mich umdrehen und gehen, aber ich musste nachsehen. Drei schwarze Silhouetten saßen am Kopfteil, zwei größere und eine kleinere. Sie waren die unverwechselbare Formen meiner Eltern und meines Bruders. Innerlich wusste ich sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich tastete nach dem Lichtschalter, als die Stimme in meinem Kopf mich anschrie, ich solle nach unten gehen und zu den Nachbarn rennen, um die Polizei zu rufen.
Doch ich ignorierte es und legte den Schalter um. Die leeren Augen meiner Familie starrten mich direkt an. Ihre Köpfe hingen in einem unnatürlichen Winkel. Sie waren wie groteske Puppen gegen das Bett gelehnt worden. Ich wollte schreien, doch ich konnte nicht. Als ich einen Schritt zurücktreten wollte, hörte ich wieder das Geräusch, das mich all die Nächte gequält hatte. Das Atmen war jetzt wirklich ein Todesrasseln. Diesmal klang es noch bösartiger als in den vergangenen Nächten. Und es kam direkt hinter mir. Du hast deinen Blick drauf geworfen.